Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer neuen Ausgabe von Kanal 3 Graz. Was wir für Sie in dieser Woche vorbereitet haben, das sehen Sie wie gewohnt in unserer Themenübersicht. Wir führen unser Interview der Woche mit Dieter Hart-Strehmeier vom Tourismus Graz, präsentieren Ihnen die Produkte des steirischen Zirbenlands und waren beim Geburtstag des Magazin Fazit mit dabei. Ein neues Gesicht für das Bewegungsland Steiermark wurde mit Christoph Sumann gefunden. Der ehemalige Leistungssportler bringt frischen Wind und viel Motivation mit. Wir waren bei der Pressekonferenz zum Einstieg mit dabei. Die Steiermark wird auf Trab gehalten, denn die Initiative Bewegungsland Steiermark hat ein neues Gesicht. Auf geht's mit Christoph Sumann, dem neuen sportlichen Botschafter für die Steiermark. Wenn die Kinder von Haus aus nicht motiviert sind, um Sport zu betreiben, dann muss man immer ein bisschen nachhelfen. Ja, dann muss man eben motivieren. Und da glaube ich, ist ja meine Rolle darin als ehemaliger Leistungssportler. Ich weiß, dass Motivation dazugehört. Und ich glaube, ich kann das glaube ich, auch ganz gut vermitteln oder Motivation vermitteln. Kinder müssen begeistert werden. Und wie gesagt, man muss ein bisschen nachhelfen. Und wir haben so viel Angebot und man muss einfach den Kindern damit zeigen, okay, das alles kann man machen. Ohne großen Aufwand. Probiert es einmal. Vielleicht habt ihr Spaß dran, vielleicht macht euch das Freude und vielleicht macht ihr das weiter oder tragt ihr das auch nach Hause zu den Eltern und könnt auch vielleicht die Eltern auch motivieren. Eine Initiative mit Erfolg. Rund 300 Bildungseinrichtungen haben sich bereits angeschlossen und bieten den Kindern in der Steiermark so neue Bewegungsmöglichkeiten. Bewegungsland Steiermark ist eine Initiative aus der Steiermark, angekurbelt von unserem Landeshauptmann und vom Landeshauptmann-Stellvertreter. Arbeiten hier die drei Dachverbände, ASKÖ, ASVÖ und Union, in Kooperation mit dem Landesschulrat zusammen und bewegen wirklich die Steiermark. Wir sind in den Kindergärten, in den Volksschulen. Rund 30.000 Kinder werden im Jahr bewegt. Es gibt enge Kooperationen mit der Schule und natürlich mit den Gemeinden. Eingebunden sind unsere Sportvereine und der nächste wichtige Schritt ist sicher die Einbindung der Fachverbände. Und heute haben wir mit Sumi ein Testimonial, eine Leitfigur aus der Taufe gehoben, die uns sicher einen weiteren Schub geben wird. Geplant sind nun Familienwandertage, an denen Sumann als Leitbild natürlich mitmacht. Denn für ihn gilt, Sport und Bewegung sind für alle. Gelee, Pralinen, Öle und Schnäpse, all das sind Produkte aus dem steirischen Zirbenland. Denn die Königin der Alpen, die Zirbe, kann so einiges. Die Pinus Zembra, also die Zirbe, kommt in Höhenlagen von 1300 bis 2850 Meter vor. Sie gilt als die frosthärteste Baumart der Alpen und sie ist die wertvolle Grundlage für Zirbenprodukte aller Art. Von der Kraft der Zirbe und den vielen positiven Eigenschaften ist man in unserer Region überzeugt und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Baum. Besonders im Pflanzenhof Rehwein in Weißkirchen schlägt das Herz für die Zirbe. Es war zufällig, bei der Zirbenausstellung sind wir über den Baum zu den Produkten gekommen und über die Jahre hat sich dann einiges ergeben. Und wir haben dann selber angefangen mit dem Zirup, den wir selber entwickelt haben, bis hin jetzt neu, dass wir das Zirbenöl selber produzieren, selber destillieren. Und das geht halt so, dass wir von den Produzenten immer wieder neue Sachen kriegen und auch von den Kunden immer wieder Anfragen kriegen, das und das wäre spannend, das wäre interessant und so ergibt das eine das andere dann. Aber auch über die Grenzen hinaus sorgt die Zirbe für Inspiration und Innovation. Und im Zuge von LIDA-Projekten gibt es Kooperationen mit diversen Forschungseinrichtungen. Wichtig ist uns damit auch die Abwanderung aus unserer Region zu stoppen oder ein bisschen hintanzuhalten und vor allem junge Menschen zu interessieren für die Region im Zuge von Masterarbeiten. Wir machen auch studentische Praktika, wo wir in der Region sind. Und ja, um damit quasi Innovationskraft zu stärken einerseits und andererseits auch die Abwanderung abzuschwächen. Einsetzbar ist die Zirbe in vielen Bereichen. Vor allem im Gesundheitsbereich ist man von ihrer positiven Wirkung überzeugt. Die Zirbe wirkt auf vielfältige Weise. Bei rheumatischen Beschwerden, bei Nervenbeschwerden, aber auch muskelauflockernd, zum Beispiel bei Verspannungen und Krämpfen. Hier in der Apotheke habt ihr euch jetzt spezialisiert. Worauf genau? Wir bereiten sehr viel individuell zu. Das heißt, Kunden, die spezielle Wünsche haben, können sich bei uns ihre Zirbensalbe anfertigen lassen. Und wir kombinieren das auch gerne mit anderen Ölen, die die Wirkung der Zirbe noch ergänzen.
Wenn auch Sie Lust bekommen haben, die Produkte der Zirbe zu testen, dann gibt's in der ganzen Region die Möglichkeit dazu. Infos gibt's im Internet unter www.zirbenland.at oder www.zirbenshop.at. Mit Unterstützung des Lebensministeriums und der Europäischen Union. Wer hat Angst vor Virginia Woolf im TTZ Graz? Jeden Freitag und Samstag ab 10. April bis 25. April, jeweils um 19.30 Uhr. Große Premiere am 8. April. Immer einen Hit voraus. Antenne. Wenn Fernsehen nicht nur auf Ihrem Fernseher möglich wäre, sondern überall im Haus, zum Beispiel auf Ihrem Tablet, Ihrem Laptop und auch Ihrem Smartphone. Was würden Sie dazu sagen? Wir sagen dazu Horizon Go. Fernsehen im ganzen Haus gleichzeitig auf mehreren Geräten. Horizon Go, jetzt in allen Fit-Paketen. Fit, Fernsehen, Internet und Telefon zum Superpreis. UPC. More Power, More Joy. Neue Toyota Yaris. Jetzt mit 1.200 Euro Happy Bonus bei Ihrem Toyota-Partner. Gardi, Ihr Toyota-Partner in Graz. Elf Jahre bietet das Magazin Fazit der Wirtschaft in der Steiermark bereits eine Plattform, bei der Meinungsvielfalt großgeschrieben wird. Der diesjährige Geburtstag wurde erfolgreich in der Nidel des Grazer Kunsthaus gefeiert und wir haben uns für Sie umgehört. 11 lange Jahre hat die Wirtschaft in der Steiermark nun schon eine Plattform, das Magazin Fazit. Der Schnapszahlengeburtstag wurde gebührend gefeiert, denn leicht war die Zeit bis jetzt nicht. 11 Jahre sind in einem Leben eine kurze Zeit. Wenn man sie tagtäglich mit Medienarbeit, mit Kundenbesuchen und mit einer Herausforderung wirtschaftlich bestehen zu können verbringt, können sie verdammt lange werden. Ja? Aber an der Haartracht ersichtlich, die grauen Haare halten sich in Grenzen. Auch wenn noch keine grauen Haare vorhanden sind, es gab immer alle Hände voll zu tun. Wir haben ja begonnen, wir waren eine Werbeagentur und haben dann 2004 eben, genau, unser Magazin gestartet und es war eine schöne Zeit, eine herausfordernde Zeit. Es war immer viel zu tun und sie ist unglaublich schnell vergangen. Eine Erfolgsgeschichte wie kaum eine andere. Seit 11 Jahren hat das Wirtschaftsmagazin nun schon seinen Platz in der Steiermark. Naja, das war eigentlich, sind wir zum Magazin gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich betreibe seit fast 20 Jahren zusammen mit dem Christian Kleppe eine Werbeagentur und da haben wir neue Geschäftsfelder gesucht und wir wollten uns auf dem Medienmarkt, der damals sehr groß gewachsen ist, positionieren und haben einmal geschaut, wo gibt es ein Know-how, das uns da entsprechend unterstützen könnte. Und wir haben da zwei Herrschaften gefunden. Einer war der Horst Futterer, der ist heute noch bei uns. Und wir wollten eigentlich ein touristisches Medium machen, sind dann aber relativ schnell drauf gekommen, dass wir da zu blauäugig an die Sache gegangen sind und haben dann aber erkannt, dass es eine Lücke im wirtschaftlichen Bereich gibt und haben so ein Wirtschaftsmagazin gegründet. Wirtschaft als Fixpunkt. Der Abend wurde nicht nur zum Feiern genutzt. Einen kleinen Einblick in die Wirtschaftswelt gab es von Waltraud Schinko-Neuroth.
Wirtschaft ist für uns genauso wichtig wie für jeden Unternehmer, weil wir ja praktisch im Gesundheitsbereich für den Arbeitnehmerschutz hier tätig sind, auch natürlich hier eine Tätigkeit haben im Humantechnologie-Cluster. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wirtschaftlich angesprochen werden, Kooperationen haben und dass wir Informationen weitergeben können. Die Feier war ein voller Erfolg und die Niedel des Grazer Kunsthaus war ordentlich gefüllt. Auf viele weitere Jahre Meinungsvielfalt aller Fazit. Wenn Fernsehen nicht nur für Ihren Fernseher möglich wäre, sondern überall im Haus, zum Beispiel auf Ihrem Tablet, Ihrem Laptop und auch Ihrem Smartphone. Was würden Sie dazu sagen? Wir sagen dazu Horizon Go. Fernsehen im ganzen Haus gleichzeitig auf mehreren Geräten. Horizon Go, jetzt in allen Fit-Paketen. Fit, Fernsehen, Internet und Telefon zum Superpreis. UPC. More Power, More Joy. Toyota Gardi, Ihr Lexus-Partner in der Steiermark. Auch in unserer dieswöchigen Ausgabe haben wir wieder ein neues Cool Talking für Sie vorbereitet. Das österreichische Jugendmagazin in deiner Schule und im Zeitschriftenhandel. Cool Hits made in Austria. Ab sofort im Handel oder auf iTunes erhältlich. Hallo bei einer neuen Ausgabe von Cool Talking. Der Winter ist da und ja, auch das Jahr neigt sich wieder dem Ende zu. Und deshalb haben wir ein allerletztes Mal einen ganz besonderen Gast hier, und zwar den Marcel Bedernick. Hallo Marcel, grüß dich. Hallo, servus. Dich kennt man aus DSDS. 2014 warst du bei Dieter Bohlen und bist in den Recall gekommen. Jetzt, kurz vor Weihnachten und über Neujahr hinweg, verteilst du Geschenke. Ja. Was hast du denn mitgebracht? Ja, ich habe jetzt eine neue CD produziert mit 2 Singles und werde jetzt mal verteilen, in einigen Einkaufszentren verstecken und dann schauen, was die Leute die halt finden. Du hast mir schon erzählt, du hast ganz ausgeklügelte Pläne, wo du denn deine Musik verstecken wirst. Kannst du denn deinen Fans zumindest so einen kleinen Hinweis vorab geben, was denn so die ausgefallensten Orte sind, an denen sie suchen müssten? Ja klar, zum Beispiel auf irgendwelchen Toiletten in Einkaufszentren, Blumentöpfe vielleicht vergraben, mal schauen. Aber sie kriegen natürlich immer Hinweise auf meiner Facebook-Seite und alles, also... Ja, einfach dann immer den Hinweisen folgen, dann findet man die CDs. Ich hoffe, dass die CD da hält. Dein allergrößtes Ziel für das nächste Jahr, 2015, ist es, bei One Direction in der Vorgruppe zu spielen. Das ist aber ein ganz schön hohes Level. Ja, ich meine, man muss sich immer hohe Ziele setzen und es ist ja nicht so unvorstellbar. Sie haben noch keine Vorband. Ich denke mal, man muss einfach probieren und vielleicht klappt es ja. Jo Leute, die nächste CD verstecke ich jetzt hier bei den Spinds im Moorpark. Und ihr müsst gut auf die Spindnummer achten. Und über dieser Spindnummer liegt dann eine CD, oben auf den Spinds drauf. Also, wenn einer ausfällt von One Direction, bist du gewappnet, denn du wirst uns jetzt was spielen. Was denn? Ich spiele jetzt Night Changes, die ganz neue Nummer von One Direction. Ich bitte darum. Does it ever drive you crazy? Just how fast a night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you.
Nicht nur Marcel ist für lustige Aktionen zu haben, nein, auch andere Stars, nämlich all jene, die bei uns dieses Jahr 2014 auf der Couch und rund um mich Platz genommen haben. Hier ist unser Best-of von Cool Talking 2014. Hallihallo, mein Name ist Ingo Appelt. Ich bin dieser Komiker aus Deutschland und ihr guckt Cool Talking. Viel Spaß damit. Geht? Warte mal. Ich gehe noch nicht. Von deiner Schauspielkarriere hin zu den Cool Talking Movie. Howdy, hier ist der Boss. Und der Hoss von The Boss Hoss. Und ihr seht Cool Talking. Ein bisschen planen tust du ja dennoch, ja. Denn du gehst demnächst mit James Blunt auf Tour. Geile Sache, oder? Ja, das ist ganz cool. Und ich glaube, der dürfte auch sehr nett sein. Also ich habe gehört von einigen Leuten schon, dass der cool ist. Und der hat mir erzählt, als Opening Band begonnen und deswegen behandelt er die ja auch gut und wir dürfen auch mitessen beim Catering und ja, es wird sicher ganz cool. Super, mit James Blunt Jausnen, stellen wir nicht vor. Jausnen nämlich. Das Wort muss man immer vor allem einmal lernen. Das können nämlich nicht mal die Deutschen. Jausnen, was ist das? Erzähl mal kurz, wie kam es überhaupt zum Bandnamen? Ist ja doch was Altbackenes. Wie Altbackenes? Altbackenes? Altbackenes. aha, ja. Ja, ich meine, den Namen gibt es schon länger. Kaiser Franzose. Ne, wir haben uns halt auch den Kaiser kennt man. Und uns sollten wir auch kennen. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination. Außerdem kann man es geil abkürzen. Und das war eigentlich der. Deswegen haben wir uns so entschlossen irgendwie. Ja. Das war es irgendwie. Also da gibt es eigentlich keinen. Da denkt man sich jetzt, da gibt es jetzt sicher irgendeinen geilen Grund, aber. Ja, es ist abgekürzt, was hart. Und es passt gut auf die Bassdrum drauf. Ja, fertig. Und mir bleibt dann nur zu sagen, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Nochmal, gell? Zum Abschluss jeder Sendung gibt es bei uns natürlich immer etwas zu gewinnen. Heute im Programm das große Marco Angelini Fanbuch. Was müsst ihr dafür tun? Geht schon. Grüß euch, ich bin der Marschan Scharki. Ich bin der Vinzenz Wagner. Und ich bin der Lukas Plöchel. Ihr schaut's Cool Talking. Yeah. Rise up and dance, cool talking. Cool talking. Nochmal. Das war total schwierig. Klasse. Der war echt super. One take, klassisch. Wahnsinn, nochmal. Habt ihr sonst noch eigentlich, wenn ihr eure minimale Freizeit zur Verfügung habt, Interessen, denen ihr nachgeht, die so dem Mainstream nahe kommen, ja. Außer das Cool-Magazin zu lesen? Ich lese, wenn ich Zeit habe, ausschließlich Cool. Ich habe sehr wenig Zeit und früher habe ich viel Literatur gelesen, aber seitdem ich Cool kennengelernt habe, bringe ich jede freie Sekunde mit Cool und bilde mich inzwischen ausschließlich über Cool weiter. Ich finde das Magazin auch super, ich habe es ja auch vorher gelesen, ich finde den Titel, also den Namen des Magazins relativ prekär, weil Cool sagt doch heute kein Jugendlicher mehr, oder? Cool, das ist doch mittlerweile Omasprache, oder? Ne, Männer musst du ja immer über die Frau kriegen. Ne, das heißt, du musst die Frau einladen und sagen, bring mal deinen Deppen mit, wie mit den Hunden halt auch. Und wir gucken mal, ob wir den nicht irgendwie gerade gebogen kriegen. Machst du das dann auch so wie bei den Hunden mit Pfeiferl und Goodie und Kekserl? Peitsche. Eher so mit Peitsche. Also ob man sie mit Goodie und also Männer brauchen ja keine Kekse. Männer sind rein an Sex interessiert. Und das kann ich jetzt mal nicht bieten. Sagst du? Sag ich jetzt mal. Privat weiß man ja nicht so viel von dir. Du hast ja deinen Slogan, was dein Privatleben anbelangt, Lügen, Lügen, Lügen. Was lügst du mir heute vor? Das kommt drauf an, was du mich fragst. Darf ich dich bitten um deine Unterschrift? Auf den Rock oder auf die Couch selber? Unter den Rock. Unter den Rocker und das mache ich normal nur. Also deswegen wundert es mich, dass ich auf der Couch heute unterschreiben soll. Lange unterwegs gemeinsam, das heißt, du kennst auch Saschas Macken, oder? Ja, hat ja keine. Ne? Das ist echt, da hat er echt Glück gehabt. Der hat echt überhaupt keine Macken. Das ist Wahnsinn, aber was soll man machen? Du glaubst kaum, ne? Ja. Aber das Ding ist, er hat ja auch keine Macken. Ne? Das ist irre. Also gleich und gleich gesellt sich gern. Ich weiß nicht, hast du Macken bestimmt auch nicht, oder? Doch, doch. Echt? Dann erzähl doch mal. Nee. Hi, I'm Claudio, Craig and Ian und wir sind Mighty Oaks und ihr schaut jetzt Cool Talking. Wie fühlst du dich mit dem Image eines Musikers wohl, der ja dann auf der Bühne gleichzeitig auch ein bisschen zu einem Sexsymbol wird? Puh, Sexsymbol, weißt du.
Das ist jetzt was Neues für mich. Müsste ich mir mal Videos anschauen von Live-Mitschnitte. Es ist ja ein Unterschied, was ich mache, zu dem, was zum Beispiel Robbie Williams macht oder was jetzt. Also es ist viel erdiger und viel näher an den Menschen dran. Das heißt bei dir weniger BHs und Höschen? Ich trage wenige, also eher Höschen. Weil du schiebst mich hin, wenn ich nicht mehr kann. Du bist mein Anker, wenn Wellen und Sturm sich in mir verfangen. Du stillst meine Neugier, du stillst meine Lust. Auf all meinen Wegen hauchst du mir dein Leben in meine Brust. Du bist in meiner Lust. Zum dieswöchigen Interview der Woche haben wir Dieter Hart-Strehmeier vom Tourismus Graz geladen. Heute bei mir im Interview der Woche Dieter Hart-Strehmeier von Graz Tourismus im schönen Prato im Palais in Graz. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, ist mir ein Vergnügen. Bin schon gespannt. So, fangen wir dann gleich mal an. Tourismus in Graz, wie schaut es da so in etwa aus mit der schönen Stadt? Naja, wir konnten gerade eine Erfolgsbilanz vorlegen. Tourismus in Graz bedeutet aktuell, dass wir auf rund 1 Million Nächtigungen pro Jahr kommen. Das sind wirklich nur die Nächtigungen, die wir zählen können. Was wir nicht wirklich zählen können, wo wir nur Schätzungen haben, ist der Tagestourismus, der ja auch ein wesentlicher Teil ist. Da laufen die Schätzungen so bei 4 bis 6 Millionen Besucher pro Jahr, die wir zusätzlich zu den Nächtigungsgästen haben. Das heißt, Tourismus in Graz über die letzten Jahre ist eine Erfolgsgeschichte. Und wenn Sie sagen, über die letzten Jahre, wie hat sich Graz da so entwickelt? Wie schaut es da aus? Die Periode, die ich gut überblicken kann, das sind die letzten 19 bis 20 Jahre. Wir konnten seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, Jahrtausends, die Zahlen mehr als verdoppeln. Also es ist mit uns stark aufwärts gegangen und es ist ständig aufwärts gegangen. Es war zwischendrin mit der Kulturhauptstadtjahr 2003 einmal ein stärkerer Anstieg, aber über die Jahre gesehen war das ein steter Anstieg und daher glaube ich auch, dass wir eine gesunde Entwicklung genommen haben und auch eine nachhaltige Entwicklung genommen haben. Und welche Aspekte sind jetzt für Graz besonders ausschlaggebend? Was hat sich da über die Jahre entwickelt? Also wir sind von einer Business-Reisedestination zu einer wirklichen Reisedestination geworden. Der dominierende Business-Anteil ist nicht mehr so dominant, wie es früher gewesen ist. Wir haben im Segment des klassischen Städte- und Kulturtourismus über die letzten Jahre und Jahrzehnte stark aufgeholt, was insbesondere damit zu tun hat, dass in Graz einfach wesentlich mehr los ist, als es noch in der Vergangenheit der Fall war, und zwar auch in der warmen Jahreszeit. Es gab einmal das touristische Sommerloch, weil auch Grazer Kulturveranstalter vor allem im Frühjahr, Herbst, Winter ihre Veranstaltungen dargebracht haben, aber im Sommer dann selbst gerne auf Urlaub gegangen sind. Das hat sich radikal geändert. Die Sommermonate werden intensiv bespielt und es gibt diesen schönen Spruch, wo Tauben sind, fliegen Tauben zu, und das ist uns im Sommer gelungen. Also in der Zwischenzeit sind wir als europäische Reisedestination auch als klassische Reisedestination angekommen. Und welche Punkte sind da in Graz besonders so Trends und Setter sozusagen? Naja, der wichtigste Trendsetter für Graz ist etwas Uraltes oder was Mittelalterliches, das ist die Altstadt als solches. Also das Hauptreisemotiv für eine Stadt Graz ist die mittelalterliche Altstadt, das, was wir unter Weltkulturerbe verstehen, das Altstadtensemble. Und das, was Tolles an Graz ist, dass die Veranstalter in der Zwischenzeit diese Altstadt sehr, sehr gut inszenieren. Ich nenne ein Beispiel wie La Strada. La Strada würde sich in einer anderen Stadt mit riesigen Plätzen schwer tun, aber die kleinen Gassen, Straßen, intimeren Plätze, kleineren Plätze sind da die optimale Kulisse für ein Festival wie La Strada, um nur ein Beispiel zu nennen.
und man nützt eben die Altstadt als Kulisse, und die sommerliche Kulisse an einem schönen lauen Sommerabend ist natürlich besonders schön und gut nützbar. Das gefällt, und das ist auch ein Spezifikum von Graz, das gefällt nicht nur den Gästen, die zu uns kommen, sondern es wird auch ganz intensiv von den Einheimischen wahrgenommen. Und so hat auch der Gast nie das Gefühl, hier als Tourist unterwegs zu sein, sondern als willkommener Gast im Gesamtensemble dieser Stadt. Und wenn Sie jetzt sagen Gesamtensemble Graz, wie tut sich Graz und die Steiermark im Vergleich zu Österreich anstellen? Für die Steiermark gilt das Gleiche wie für Graz. Also das, was uns einfach stärker in die verkehrstechnische Mitte Europas gerückt hat, das hat auch der Steiermark gut getan über die letzten Jahre. Bedeutet gleichzeitig, dass in der Steiermark im Tourismus Fehler, wie sie in Tirol, Salzburg, Kärnten in den goldenen 70er, 80er Jahren gegeben hat, die konnten in der Steiermark nicht stattfinden, weil der Tourismus noch überhaupt nicht intensiv gewesen ist. Und das seinerzeitige Armenhaus Österreichs in Richtung Oststeiermark ist in der Zwischenzeit das steirische Thermenland. Also da gab es über die letzten Jahre auch eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Unterm Strich bedeutet das, dass Graz unter den österreichischen Städten über die letzten 20 Jahre die stärkste Entwicklung genommen hat und die Steiermark, Wien ausgenommen, auch unter den Bundesländern die stärkste Entwicklung genommen hat und es über die letzten Jahre auch in der Gesamtsteiermark stetig bergauf gegangen ist. Und welche Trends zeichnen sich da ab? Ein Megatrend ist die kürzere Aufenthaltsdauer. Bedingt, dass Menschen öfter pro Jahr Kurzurlaube machen, Aufenthaltsdauer sinkt, Trend zu mehr Reisen pro Person steigen. Und da kommt der Steiermark und auch uns zugute, dass wir noch einen relativ hohen Anteil an Gästen haben, die aus Österreich kommen bzw. aus Deutschland kommen, die mit einer Reisezeit von 3, 4, 5 Stunden ihren Urlaubsort, ihren Ferienort erreichen können. Das hilft uns. Wenn ich jetzt so ganz allgemein fragen darf, wie sind Sie überhaupt im Tourismus geworden und kennen sich da so gut aus? Ich bin in den Tourismus gestolpert über einen Ferialjob vor vielen, vielen Jahren, als ich nach Graz gekommen bin, um zu studieren, musste ich irgendeinen Ferialjob suchen. Ich habe den spannendsten Ferialjob gefunden, den man sich vorstellen kann, weil ich in den Sommermonaten amerikanische Studenten als Reiseleiter quer durch Europa geführt habe, von Stadt zu Stadt, also von London bis Athen in 30 Tagen mit 50 jungen amerikanischen Studenten im Bus. Das war mein Einstieg in den Tourismus. Ich habe dann weiter nach dem Studium die Chance bekommen, bei diesem amerikanischen Reiseveranstalter in den USA zu arbeiten, Entschuldigung, und das war für mich der Weckruf, sich mit dem Tourismus auseinanderzusetzen, weil das Wirtschaftsstudium hat zwar Marketing beinhaltet, aber war jetzt nicht eine Schiene gelegt in Richtung Tourismus, aber das hat mich fasziniert, sodass ich dann einen Job im Bereich Tourismus gesucht habe, diesen damals bei der Steiermark-Werbung gefunden habe, und von der Steiermark-Werbung war es dann nur mehr ein kleiner Schritt zu Graz-Tourismus, und ich darf diese Position mittlerweile seit 19,5 Jahren bekleiden. Und in diesen 19,5 Jahren, was hat Sie da ganz besonders beeinflusst? Was hat mich beeinflusst? Die Stadt als solche. Also als Student habe ich die Stadt lieben gelernt, und diese Liebe ist über die letzten Jahre noch mehr gewachsen, und je mehr man über die Stadt weiß, umso größer wird die Zuneigung zu dieser Stadt. Und das Allerwichtigste ist aber auch, mit Gästen zu sprechen und da Rückmeldungen darüber zu bekommen, wie denn Gäste unsere Stadt wahrnehmen. Und was durch die Bank immer stattfindet, ist eine Rückmeldung, die in die Richtung geht, na, hätten wir gewusst, wie toll diese Stadt ist, schon vor längerer Zeit, wären wir schon längst gekommen. Das heißt, wir haben Gäste mit einer ganz, ganz hohen Zufriedenheit. Und das ist für mich auch immer wieder die Bestätigung, jawohl, du bist da wirklich am richtigen Platz. Und was denken Sie, zeichnet Graz da ganz besonders aus, warum die Leute so gerne herkommen? Das ist die angenehme Atmosphäre, dieses angenehme Tempo des Lebens. Es ist um einen Tick gemütlicher, ist wahrscheinlich das richtige Wort, gemütlicher und langsamer als in einer großen Metropole. Unterschiedliche Orte, unterschiedliche Städte haben so unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Und ich denke, dass das Gefühl in Graz ein ganz, ganz angenehmes ist, ein besonderes ist, ein südliches ist. Es ist auch die Kompaktheit, die Überschaubarkeit. Wenn wir von 10 Minuten reden, dass wir 10 Minuten von A nach B brauchen, dann reden wir nicht von Autozeiten oder Taxizeiten, sondern meinen wir natürlich, dass das zu Fuß ist. Und das ist etwas, was Graz auch auszeichnet. Und ich glaube, dass das ein Lebensgefühl ist, dass auch Gäste, die zu uns kommen, gut spüren. Und wir glauben auch daran, dass diese Gäste das gut weitererzählen und weiter vermitteln. Weil Geschwindigkeit einer Stadt, Gefühl einer Stadt, das kann man ganz, ganz schwer beschreiben, abbilden, das muss man spüren. Und der zufriedene Gast ist unser wichtigster Botschafter. Dann danke ich vielmals für Ihre Zeit. Das war ein sehr angenehmes, gemütliches Interview. Dankeschön. Dann darf ich die Blumen gerne zurückgeben. Dankeschön. Das war unsere dieswöchige Ausgabe von Kanal 3. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.